Also jetzt mal ganz spekulativ. Angenommen, ich schriebe mal ein Lied, in dessen Inhalt ich besänge, dass ich höchstpersönlich fände, Jürgen ist es als Antisemit. Und im zweiten Teil der ersten Strophe dann würde ich zu Kubitschek den Bogen spannen. Und damit meinte ich nicht nur die rhetorische Figur, sondern das Sportgerät, das Pfeile schießen kann. Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Also jetzt mal ganz spekulativ, ich nutze ganz bewusst lieber den Konjunktiv. Ich schrieb einen Text, der im Konflikt mit dem Gesetz behauptet, Gauland sei ein Reptiloid. Und angenommen, der Text gipfelte in einem Aufruf, die Welt von den Faschisten zu befreien und sie zurück in ihre Löcher reinzuprügeln, auch in Nöcher, anstatt ihnen Rosen auf den Weg zu streuen. Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Vielleicht habt ihr schon mal von Ken Jebsen gehört, ein Dude, der sich über Zensur sehr laut beschwert. In einem Text von meiner Band dachte er, wird erwähnt und beschimpft und hat uns vor Gericht gezerrt. Er war natürlich nicht im Recht und musste dann die Gerichtskosten und Anwältin bezahlen. So ein lächerlicher Mann, hoffentlich zeigt er mich an, was dann passieren würde, ich kann es euch sagen. Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeigt mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Nein, ich wär nicht wirklich Danger Dan, wenn ich nicht Lust hätte auf ein Experiment. Mal die Grenzen auszuloten, was erlaubt und was verboten ist, und will euch meine Meinung hier erzählen. Jürgen Elsässer ist Antisemit, Kubitschek hat Glück, dass ich nicht Bogen schieß. An Reptilienmenschen glaubt nur der, der wahnsinnig ist. Gauland wirkt auch eher wie ein Nationalsozialist. Faschisten hören niemals auf, Faschisten zu sein. Man diskutiert mit ihnen nicht, hat die Geschichte gezeigt. Und man vertraut auch nicht auf Staat und Polizeiapparat, weil der Verfassungsschutz den NSU mit aufgebaut hat. Weil die Polizei doch selbst immer durchsetzt von Nazis war, weil sie Uri Jalloh gefesselt und angezündet hat. Wenn du friedlich gegen die Gewalt nicht ankommen kannst, ist das letzte Mittel, das uns sein bleibt, Militanz. Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht mach ich es mir dann wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der, alles von der, alles von der, alles von der, alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Danger Dan featuring Igor Levit featuring das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.